handeln. Und das im Bereich zum Beispiel der Artenvielfalt. Die allermeisten Länder beschäftigen sich damit, aber vor allen Dingen, und das spielt ja hier auf diesem Weltwirtschaftsforum auch in diesem Jahr eine Riesenrolle, im Bereich des Klimaschutzes. Die Frage der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens könnte eine Frage des Überlebens für den ganzen Kontinent sein. Und jetzt geht es darum, ganz neue gesellschaftliche Konflikte zu überwinden, denn wir haben auch in Deutschland eine große Gruppe von Menschen, die hält das Ganze nicht für so dringlich. Und wie versöhne ich diejenigen, die an den Klimawandel einfach nicht glauben wollen, die so tun, als wäre es eine Glaubensfrage? Für mich ist es eine klassische Frage der völlig klaren Evidenz durch wissenschaftliche Daten. Das heißt also, wir müssen die Emotionen mit den Fakten versöhnen. Und das ist vielleicht die größte gesellschaftliche Aufgabe.